Wichtig, das hier ist ein Zusammenschnitt von den besten Memes der letzten Videos. Also nicht wundern, wenn ihr ein paar schon kennt. Viel Spaß beim Anschauen. Ich hab gar nichts gemacht. Schulunterricht in Duisburg, B-Like. Ich stelle dir jetzt eine Frage. Gibt es in deiner Schule eine Mensa, eine Cafeteria oder ein Schulbuffet? Ja, ja, Schakalaka, Makabaka. Der Moment, wenn die Sonne schon um 3 Uhr nachmittags untergeht. Ich habe meinen besten Freund heute mal auf der Arbeit besucht. Erster Arbeitstag versus nach 3 Monaten. Na, kommst du zurecht? Eigentlich nicht, Chef. Kannst du mir sagen, wo die stehen? Na, gleich hier vorne. Ah, super, danke. Für dich zur Info, es gibt heute noch eine Warenlieferung. Das muss heute alles einsortiert werden. Chef, die Lieferung kam schon früher. Ich habe alles einsortiert. Ist alles erledigt. Echt? Ja. Super. Sag mal, weißt du, wo die Kiste von heute Morgen... Hä? Wo ist er denn? Hä, was ist denn das? Schon wieder krank? Yo Bro, mach Seiten einfach auf Schlumpf. Der Moment, als ich mit 14 angefangen habe zu kellnern. So, darf es bei Ihnen schon was zu trinken sein? Ich nehme kühles Blondes, wie immer. Kühles Blondes? Hast du schon richtig gehört, junger Mann. Ja. Und für Sie? Ich nehme ein BMW. Ein BMW? BMW, genau. BMW. Ah, ja, BMW. Mhm. Okay. Die Jungs haben einfach Intro und Outro in ihre Präsentation. Willkommen zu unserer Präsentation über die grüne Gentechnik. Aber was das ist, erfahrt ihr nach dem Intro. Du hast... Wir sind die... Hey, was... Also, das war unsere Präsentation. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr habt viel über das Thema mitgenommen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir eine Präsentation machen. Dieser eine Freund, der immer gleich zu direkt ist. Bruder, was ist los? Was ist? Was passiert? Bruder. Was ist? Was passiert? Was passiert? Mein Hund ist gestorben, Mann. Digga, fick das scheiß Kürzer, Digga. Ja, Digga, das juckt mich eigentlich nicht. Kauf dir einfach einen neuen. Kauf dir einfach eine Katze. Was? Bruder, wie fickt der Kürzer? Bruder, Hunde leben nur 12 Jahre. Checkst du? Weißt du? Bruder, das war mein bester Freund. Wie kannst du was sagen? Bruder, such dir einfach einen neuen besten Freund. Ich bin doch hier. Die Lösung für dieses Rätsel ist doch ganz logisch, oder? The real solution has finally been revealed. Er wollte unbedingt seinem Crush helfen. Frauen B-like? Reese's oder Meloneneis? Jetzt kann ich mich nicht entscheiden, scheiße. Schatz? Ja? Ich habe eine kurze Frage an dich. Ja? Soll ich dir lieber so ein Meloneneis machen? Ja. Oder so Reese's? Reese's. Wir machen das. Meloneneis! Let's go! Das ist so ein gottloser Prank. Wenn sie fragt, was so meine Talente sind. Ich hab einfach keinen Bock mehr auf Studieren. Genauso stelle ich mir das perfekte Date vor. Hey, was geht's? Ich warte schon seit 20 Minuten. Na und, deine Bahn ist auch nicht pünktlich, jetzt steig ein. Und wo willst du hin? Ey, da kennt man mich. Ich kenne einen Ort. Dings, bist du eigentlich Jungfrau? Hast du kein Auge im Kopf oder was? So, wir sind da.
Hier ist aber gar nichts. Ja, ist doch gut, jetzt können wir auf die Rückbank. 150 Euro für ein Date, das kann ja nur gut werden. Yay! Wenn du die Klasse verlassen willst, aber dein Freund noch am Einpacken ist. Die Leute in Kosovo ficken jetzt sogar McDonald's. Gutefrage.net ist einfach so ein komischer Ort. Ein Kumpel geht in Knast. Ist es unmoralisch, seine FIFA-Coins zu klauen? Angenommen, die Freiheitsstrafe ist länger als ein halbes Jahr. Dann wäre ja eh schon der nächste Teil draußen. Ich bin 37 und sie 13. Kann man in Fortnite trotzdem noch Duo spielen? Ich meine Level 37 und 13. Wir sind beide 15. Alles gut. Seit ich Corona geimpft bin, empfängt mein Handy flächendeckend 5G. Ist das normal? Ist es haram, Schweinefleisch in Minecraft zu essen? Mein Freund hat gesagt, das ist haram, fühle mich schlecht. Hilfe, ich bekomme meine Tage nicht. Ich bin männlich und im fruchtbaren Alter. Was stimmt mit mir nicht? Alle meine Freundinnen hatten bereits ihre Tage. Wer bei diesem Clip lacht, ist offiziell gottlos. Wenn ihr jemals einen Hamster hattet, dann erzählt eure Story, wie er verstorben ist. Mein Bruder hatte damals einen Hamster namens Gypsy. Und Gypsy war cool, er war ein gechillter Hamster, man konnte ihn streicheln und meine Mutter hat ihn über alles geliebt. Ja, eines Tages hielt meine Mutter ihn so auf der Hand und hat ihn gestreichelt und unter ihr war ihr Kaffee. Ja, Gypsy hat einen Auerbach in den Kaffee gemacht. Und ja, und seitdem war er halt nicht mehr derselbe, er war voller Energie. Er ist noch nicht gestorben. Aber du hast jede Nacht sein Laufrad gehört, weil er voll auf war. Du konntest es nicht pennen. Du hörst jede Nacht. Ja, irgendwann hat Gypsys Herz das nicht mehr mitgemacht. Und er ist von uns gegangen. Rest in peace. Aber er war eh komisch. Er ist in seinem Käfig immer richtig weit hochgeklettert. War dann schon oben, also kopfüber, so wie Spider-Man an der Decke. Und hat sich dann immer fallen gelassen. Ich glaube, er wollte eh sterben. Du hast Glück, dass die Runde nach 2 Sekunden schon zu Ende war. Hier ein kleiner Leak vom neuen Drachenlord-Film für euch. Metal Leute, servus und herzlich willkommen beim Drachenlord. What the fuck? Ich sag euch, jetzt zwiebelt immer so in die Arme. Die Arme ist einfach völlig am Ende. Wo sind meine 45 Seiten hin? Digga, ich kann nicht mehr. 1:1, wie ich mit meiner Klasse rede. 99% von euch, ja, sind richtige Fitzen, Weicheier und Lutscher. 99%, okay? Der Bruder hat immerhin sein Bestes gegeben. Jo, diese Tür ist bisschen sass unterwegs. Wenn dein Freund sich an Pizza offen kauft und dir random die beste Pizza jemals macht. Oh my God! I'm never leaving! I'm never leaving! I'm in this shit! Kochvideo. Es ist sehr leicht nachzukochen. Ich, zu Hause beim Nachkochen. Sowas gibt's nur in Wuppertal. Der Typ holt sein Geld wieder mit 500 IQ. Falls ihr mal einen Tipp zum Abnehmen braucht, macht einfach so. Bro was holding it in for 100 years. Oh.
Die Jungs verhandeln kurz mit Herr Scholz über die Dönerpreise. Okay, was machen wir jetzt? Wir rufen jetzt den Deutschen Bundestag an. Ja. Müssen wir mit dem Herr Scholz mal reden. Was soll das mit den ganzen Benzinpreisen und so? Alles teurer geworden. Ja, hallo, Entschuldigung nochmal. Könnten Sie mich mit dem Herrn Scholz verbinden? Einen Moment. Das Bundestagsbüro von Olaf Scholz. Paul, hallo. Ja, hallo. Ich wollte kurz sagen, könnten Sie vielleicht die Dönerpreise auf 3 Euro senken? Ich bin der Murat und ich wollte sagen, die armen Eltern mussten dabei einfach ernst bleiben. Wurde so gottlos hochgenommen. Hello. Hello, Joseph Christo. This is Amazon calling to confirm your purchase of $11,475.76. To confirm this purchase, say confirm. To cancel this order, say cancel. Cancel. I heard. Please. You say confirm, is that correct? No, no. Thank you so much for confirming your order of $11,475.76. Oh, I don't have that money. Your shipping address or to speak to a consultant, please press 1 now. Okay. Answer, please. Due to unexpected high volume of calls right now, the wait time is 8 hours. 8 hours? Please enjoy some of our selected hold line music. Was geht denn schon wieder in Duisburg ab? Damit Abi ist so gottlos unterwegs auf Tinder. Julia, ja? Julia, ja? Ja, 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 ja. Ja, 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 nein. Der Bruder hat so eine geisteskranke Haltung. Wie jede Präsentation von mir und meinem Homie aussah. Ich habe versprochen, dich zu zeigen und ich würde einfach mal sagen, Beifuß, Digga. Alter, komm. Ja, Mann. Ey, Leute, was geht? Hello, Pixies hier und so. Und jetzt lass mal ein Pferd, weil dann ist alles in Ordnung. So sieht's aus, Freunde. Das ist die beste Geburtstagstorte, die ich jemals gesehen habe. We're here all together celebrating my Clash of Clans. I'm Town Hall 14, as you can see. Thanks, babe. Der Moment, wenn das Fleisch bisschen zäh ist. Ey, Bruder, ist dein Fleisch fest? Ich kann es nicht schneiden. Gar keine Probleme. Wenn mein Friseur wieder mal verkackt hat. Sieht man das bei der Kamera jetzt hier? Ja, das ist eine Eigenkreation, ja. Normalerweise sind sie sehr schmal, aber ich habe sie zu breit gemacht. Der arme Papa Platte wurde so hochgenommen. Also Freunde, ich sag's euch ehrlich, langsam kacke ich ab. Ich habe Rahmen bestellt, ja? Kommt das hier? Bruder, willst du mich verarschen? 1,5 Minuten kochen lassen, was ist das? Boah, da habe ich echt Glück gehabt. Weil ich habe ja hier eine brandneue Küche, da kann ich das ja direkt jetzt kochen. Hier ein Lifehack, falls ihr ertrinken solltet.
Der Bruder hat einfach die E-Rolle auseinandergenommen. Transformele. Demi-Tour. Slide. Oh. Demi-Tour. Schloss. Stasch. Tulip. Leute, die elf bei rauchen, haben einfach ihre Lunge für 5 Euro verkauft. In welcher Stadt gehen Männer am meisten fremd? Wie gehen die Männer am meisten fremd? Platz 10 geht an Leipzig, Weihakala. Dresden Platz 9, dann kommt Nürnberg Platz 8, Stuttgart, Stuttgart hätte ich nicht gedacht. Ja, Hamburg, das wussten wir. Dortmund sowieso. Düsseldorf, die größten Haramis in dort, natürlich. Berlin, kriminell plus Fremdgänger. Frankfurt, ja, wer hätte es gedacht, tatsächlich. Normales Mondchen. Na, das, ich glaube, das kann nicht stimmen. Mensch, no, wir können sowas nicht. Wir sind treu. Was geht hier ab? Let me know right now, I'm pissed off. I want one of these, right? How am I supposed to get it down if they're, like, encased? Like, cause they'll fall if I take one out. So how am I supposed to get one? Wäre das mein Sohn, würde ich freiwillig Zigaretten holen gehen. Max, warum hasst dich deine Familie so sehr? Ich um 3 Uhr nachts im Sofa. Sogar ihr Hund ist genervt von ihr. Schläfst du schon? Ich bin noch gar nicht müde eigentlich. Ignoriere mich nicht. Ich weiß, dass du nicht schläfst. Aha, du bist wach. Hallo, tu nicht so. Ja. Wie meine erste Party aussieht, die ich selber veranstalte. Kleinen Stimmungstest. Wie ist die Stimmung hier? Zicke-Zacke, Zicke-Zacke? Schlecht. Das ist der Moment gewesen, in dem ich wusste, die Veranstaltung ist in die Hose gegangen. Der Bray hatte einfach die dickste Partynacht hinter sich. Unser lieber Sohn, unser Löwe, ist gerade von einer Party zurückgekommen. Was ist das für eine geisteskranke Idee? Weisheitszahn-OP B-like. Die Kugeln haben sie die Lippen weggenommen. Aber deine Lippen sind noch dran, alles gut. Ich meine, die Kugeln brauchen sie Lippen. Ist hier noch viel Liegefläche? Nee, gar nicht. Du musst ein bisschen zur Seite rutschen. Verdammte Scheiße, ich will mich ganz so drehen. Ja, das geht aber nicht. Nein, sicher? Nein. Ja, ist ganz sicher. Mein Gesicht ist kleiner geworden. Ist doch gut, du hast abgenommen. Die haben auch deine Nase mit operiert. Darf ich die Augen aufmachen? Ja, du darfst die Augen aufmachen. Oh, die Decke ist so flauschig. Ich hab so Hunger. Ich gönn mir erstmal gleich die Linsencremesuppe. Deine Mama hat bestimmt schon eine gemacht. Ach, die waren gerade noch um ihre Zucchinis gepflegt. Wenn ich hier. Der Bruder ist einfach der King von Amsterdam. Wer hat dem Bruder sein Herz gebrochen? Einfach polnischen Michael Jordan gefunden. Co to kurwa? Kurwa Michael Jordan? Ja, pierdolę. Dieser Anime-Fan ist so aufgeregt und spammt einfach seine Emotes. Oh, yeah. Bye.
genau aufgepasst. Dieser geheime Trick hilft 100% gegen Kopfschmerzen. Jetzt, okay, nimm das auf. Guck jetzt, danach okay, steigt wieder. Okay, wie man von vorne, warte, dann blutst du wieder dadurch. Jetzt. Aber ey, du musst dich daran konzentrieren, sonst klappt's nicht. Erstmal aufmachen. Konzentrier dich darauf. Guck mal jetzt, Leute. Wir machen jetzt, das ist ein Trick, die Pharmaindustrie will das nicht zeigen. Sonst würde das jeder machen, gegen Kopfschmerzen. Guck, jetzt mach deine Hand zusammen, bevor du die Blut genommen. Das ist gegen Kopfschmerzen, ne? Jetzt versuch mal ohne deinen Arm zu bewegen, nur dein Gelenk. So nach vorne, ja? Aber genau. Und jetzt versuch das jetzt anders. So, so. So, 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 nein, so. Nein, so. Ja, genau. Der Moment, wenn mir nach 400 Kilometern einfällt, dass ich meinen Reisepass vergessen habe. So was gibt's einfach nur in Polen. Ei, Kurier! F an einen gefallenen Bruder. Wenn man vor der Klasse präsentieren muss. Today I will tell you about my professional dream of becoming a race car pilot. Let me start by... My telling? Oh, why car pilot is great? Wow, coole Handyhalterung hat dein Auto da. Transition na telefon. Bruh. Oh, kurwa. Dieser neue TikTok-Filter ist so gottlos. Das ist das schlechteste Internet, was ich jemals gesehen habe. Bro. It's 2 fucking Megabyte. Sie zeigt ihrem Vater zum ersten Mal ihre eigene Musik. Who is that? Really? Wow. It's terrible. Der Bre wusste nicht, wie man stoppt. Was ist das bitte für ein geiler Vogel? Ich habe einfach so viele Fragen bei diesem Video. Das Wasser in meiner Toilette ist einfach eingefroren, weil ich die ganze Nacht das Fenster offen hatte, dass der Schmierlingmann nicht schmilzt. Lol, wo soll ich jetzt auf Toilette gehen? Der Bruder am Ende ist einfach der geilste. Was ist denn hier los? Warum fahren wir nicht? Wegen dem Bruderherz. Los, Blick, Mann! Oha, wie riesig ist der? Sein Biber. Wenn man das Passwort mit der Fernbedienung eingeben muss. Richtig spannendes Spiel. Ah, shit. Mach schnell wieder an. Ah, shit, ich wurde ausgeloggt. Okay, dann log dich schnell. Warte mal, heißt das? Nein, ich muss das Passwort wieder eingeben. Ah, X? Wo ist jetzt die 4? Ich glaube, Umschalter ist die. Also, nee, das ist nicht Umschalter, das ist Zahlen. Achso, hier, ja. Wo ist jetzt das P? Ah, das ist ganz auf der anderen Seite. Alter, komm, beeil dich ein bisschen. Wo ist jetzt das Ö? Ist das hinter dem O oder hat das ein eigenes Feld bekommen? Ausrufezeichen. Ist das bei den Zahlen oder gibt es da nochmal ein Sonderzeichen? Beeil dich, ist anscheinend 11 Meter gerade. Abschick. Komm schon. Nein! Ah, shit, ja. Dann war das eine 0 statt ein O. Ich mach's nochmal neu. Nee, Spiel ist aus. Dieser Filter ist einfach anders. Jetzt mal ohne Spaß, ne? Ist das nicht der krasseste Filter? Er ist eine 10 von 10, aber hat... Warte mal, 10 von 10, aber er hat Pilzfuß. Boah, Bruder, ich dachte, ich wäre der Einzige. Der Arme wollte doch nur sein neues Band ausprobieren. I seriously have no idea... Oh. Oh.
Ihre Mutter und ihr Freund lassen ja richtig das Tanzbein schwingen. POV, du machst Hausaufgaben mit deinem Vater. Was ist das? 5, oder? Hast du 2 Apfel? Kriegst du noch einen Apfel? Wie viel hast du? 9. Olum, wie du kommst auf 9? Woher kommt 9? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Du schreib mir auf, was kommt jetzt hier. Schreib auf. Jedes Mal, wenn man sich bei seiner Freundin auf den Bauch legt. Gutefrage.net ist so eine seltsame Plattform. Darf man das? Bei uns im Park laufen immer leckere Enten umher. Darf ich eine fangen und sie zu Hause kochen? Immer wenn man in der Schule sagt, ich kann das auch zu Hause machen. Billiard in Ohio be like. Goofy Uncle Production. I said right foot creep who walking with the hater. Look around, stay low, make sure they don't see it. Get some bad walk down, face them with that. Das sieht richtig geil aus. Das werde ich sicher nicht bereuen. Kevin gewinnt auf Chili Milli in Fortnite gegen seinen Bruder. Der Gottlose versaut einfach das emotionalste Lied beim Konzert. F an einen gefallenen Bruder. Woher kam der Bruder am Ende auf einmal? Mein Arschloch nach 8 Stunden Schule. This is how Randall cleans out a culvert. Oh, oh, there goes! Oh! Oh my god, that's the biggest turd I've ever seen. Klassischer Parkplatz in Russland. In ihrem Insta-Stories be like. Kein Rücken, trotz diverser Erfolge, denn jede meiner Freunde fickt jeden deiner Freunde. POV, dieser eine Türke macht einfach Döner beim Schulfest. Der Bruder tut mir so leid. Oh, ich liebe es, wenn ich so einfach. Hi. Hi, alles klar bei dir? Ja, bei dir, kann ich dir helfen? Nö, also, du bist gerade? Ja, mit einer Freundin. Achso, ich wollte nur sagen, du bist wunderschön. Oh, danke dir vielmals. Einen schönen Tag mit dir. Warte noch. Ich wünschte, ich würde auch mal so geweckt werden. Oh, lecker. Mhm. Wer bei diesem Clip lacht, ist offiziell gottlos. Of Germany, his first attempt in the javelin, his opening attempt. POV, du bist in Frankfurt und wolltest nur die Polizei filmen.
Mein Vater wollte uns doch nur einen Trick zeigen. Der Bruder hat einfach ein Fortnite Backbling in Real Life. Wer sagt es unserem Bray? Leute, ihr seid... Leute, was macht ihr mit mir? Was macht ihr mit mir? So viel... Wenn deine Eltern dich erwischen, wenn du komische Dinge machst. Ich frage mich, wieso mein Vater mir so oft PlayStation-Verbot gibt. Auch ich die ganze Nacht lang. Hier ein kleiner Tipp, falls ihr euch wiegen solltet. Die Jungs geben sich so Mühe bei den Brownies. This has taken us an hour to do. We've started this at 10. And it's just past 12. For a f***ing cooking tutorial. Der Bray ist zu ehrenlos unterwegs. Hallo, Fahrscheine bitte. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Hallo, Fahrschein bitte. Hallo, Fahrschein bitte. Hallo? Fahrschein bitte. Einmal Fahrschein bitte. Hallo. Ja. Fahrschein bitte. Ja, kleinen Moment. Oh, yes. Dieser eine Freund, der aus dem Nichts auf Ami tut. Was geht hier? Ja, alles klar bei dir? Hey, what's up, man? Ja, wie läuft er denn jetzt schon wieder? What's up, man? Hey, what's up? Hey, wait, man. Hey, Crip, man? Nah. Holy Blood Gang Gang, man. Tupac Shakur, man. Crip, Bruder, was glaubst du? Crip. Was redest du? Tupac Shakur, man. Was redest du? Was? Westside Bruder, for life, welchen Film man lebst du, yo? Verpiss Westside mal, for life, yo. Was zum Teufel ist das denn für ein Heiratsantrag? Das ist wirklich mein Leben und... Ich kann, seitdem ich dich kenne, nicht an was anderes denken. Ich liebe dich. Ich auch. So einen schönen Heiratsantrag habe ich noch nie gesehen. Die Arme wurde einfach so hochgenommen. Ja, muss ich? Jeden Morgen das gleiche mit dem Wecker. Ich hab meine Oma einfach mal geprankt. Wenn du eine Minute vor Feierabend bist. Mein Opa ist einfach zu da Baby geworden. Hey Grams, what you doing? I'm with the baby. Let's go. Der neue Aachen-Simulator ist endlich draußen. BOV, dein Vater lässt wieder alles an dir raus. Ich hol Benz für Mama, sie will mein Sip, weil ich bin Strada. Mein Sohn, was machst du da? Papa, ich rap grad, kannst du bitte raus? Nein, das kann nicht sein, das ist keine Rappen. Nein, ich hole meine Frau Mercedes, kein Problem, du brauchst nicht rappen. Mercedes, Benz, ich hole meine Frau, kein Problem! Bitte du nicht rap! Gehst du Arbeit, gehst du Ausbildung an, keine Rap. Deutschland raus, nimmst du deine ganzen Rapper-Freunde alle raus, International Penner! Gehst du raus aus diesem Land? Gehst du raus? Drachenlord ist echt einfach andere Welt. Warum nenne ich die Hater Schmetterling? Weil ich ihnen eine schmetter und sie dann liegen. Ey, der ist gut, den muss ich bemerken, Alter.
Ey, du Schmetterling. Was bist du Schmetterling? Weil ich dir eine Schmetter und dann links. Schmetterling. Was sind das für abgefuckte Kuscheltiere? Wer ist P-Dog. P-Hard. E-Guard. Huck. Wie kann ein Mensch so einschlafen? What the fuck? Yo, David. Hm? David. Hm? David. David. Hm? Did you take my food? Hm? Der Bruder dachte kurz, er ist der Auserwählte. Oh, was zum Teufel geht in der Antarktis ab? Wenn man unbedingt einen zweiten Bildschirm möchte. This is all I got. This is all I got. So befreit man sich im Auto, wenn man gefesselt wird. 3, 2, 1, go. Okay, fingers in. Okay, seatbelt comes off. There we go. Loop in. Okay, now with my other hand, I'm gonna kick the seat back and I'm gonna open the seat. I'm gonna open the door, okay? 3, 2, 1. All the way down, I'm out, and I can escape freely, okay? Ah! Two fingers! Seat down! POV, dein Vater erwischt dich bei Chakalaka. Der ist ja wirklich so klein. So, das ist mein Spaß oder was? Oh! Ah! Mit deinem Cousin auch noch! Große Scheiße, oder? Stehst du bitte auch, kleine Prinzessin, ne? Gehst du raus, deine Papi, sage ich auch, oder? Okay. Gehst du raus. Idiot! Hotel Section in meinem Hause! International Penner, okay, alles gut, verstanden, oder? Aber warum Rotlicht in meinem Haus? Großes Problem! 2 Stunden Therapie jetzt! Hä? Idiot! Daddy, chill. Ohne was für Daddy. Der Ehrenlose gibt ihm einfach 6 Cent Trinkgeld. 20 Euro und 14 Cent bitte. Alles klar. Gib dir nicht alles auf einmal aus. Nee. Schönen Abend. Danke, gleichfalls. Wenn der Lehrer mich fragt, wo meine Hausaufgaben sind. Nee, vielleicht kommen die noch. Ja, die kommen. Ja. Meine letzten 2 Gehirnzellen während der Mathearbeit. Der Bruder am Ende wurde einfach zum Drucker. Of course you leave for your search. Yeah. Newcomer, den Mann gehört haben muss, Part 27. Und in der Schule hab ich viele Freunde und du bist eine davon. Wir sind Freunde, ich bin nicht mehr in dich verliebt und das weißt du auch. Gönnt euch mal den neuen Teil von unserem dritten Minister.
Der Arme hat sich leider im Auto getäuscht. Ha? Блядь, перепутал. Immer wenn man seiner Mutter eine interessante Frage stellen will. Okay Mama, wenn du ein Tattoo machen müsstest, was würdest du für ein Tattoo machen? Ich will gar kein Tattoo haben. Ja, aber wenn du müsstest, wenn du ein Tattoo machen müsstest, was würdest du machen? Ich bin gegen Tattoos, ich will keine Tattoos machen. Ja, aber wenn dich jemand zwingt, wenn jemand dich zwingt, ein Tattoo zu machen, welches Tattoo würdest du machen? Wieso sollte mich jemand zwingen, ein Tattoo zu machen? Ich darf selber für mich entscheiden, ob ich ein Tattoo mache. 1:1 ich als kleiner Junge im Supermarkt. Wer von denen hat den lautesten Schrei? Also. Niemand. Dieser eine Typ auf der Hausparty. Die Jungs haben Subway Surfers einfach studiert. Wenn man nicht für das extra Gepäckstück zahlen möchte. Nobody's gonna know. They're gonna know. How would they know? Wenn man nach dem einzigen Roller in seiner Umgebung sucht. Der Wellensittich spielt mit seinem Leben gerade. Ich als Kind, als ich das erste Mal Minecraft gespielt habe. Stefan soll sich endlich gesund ernähren. Nein, Stefan, nein! Stefan! Danke, Stefan, danke! Gar nichts gemacht!